Chile, im Sommer 2016. Eine Werkhalle nahe der Küstenstadt Concon. Bei Coca-Cola en Bonor wird gerade eine neue Mehrwegglaslinie installiert. Der komplette Service ist aus einer Hand koordiniert. Von der Herstellung über die Logistik bis hin zur Einbringung der Maschinen und Anlagen. Ein internationales Projektteam aus über 50 Menschen. Tonnenweise Edelstahl, Drähte, Schrauben, haushohe Maschinen und am Ende bildet alles eine glänzende Einheit. Nach gut zwei Monaten startet die Produktion. Das dimensionale Highlight der neuen Linie ist die Doppelend-Reinigungsmaschine. Sie trennt verschmutzte und saubere Flaschenströme räumlich voneinander ab. Die Linie verarbeitet bis zu 36.000 Flaschen pro Stunde. Die gereinigten und einwandfreien Flaschen nehmen ihren Lauf in Richtung Füller. 100 Füllventile leisten ihren Dienst. Der Verschließer bietet Kronkorken und Schraubverschluss in einem. Coca-Cola en Bonor betreibt in Chile derzeit 4 Werke. 2016 sind die Weichen ganz auf Expansion gestellt worden. Das Unternehmen platzierte zu diesem Zweck zum ersten Mal einen Großauftrag bei Krones. 2 baugleiche Mehrwegglaslinien sowie mehrere Einzelmaschinen. Das sind mehr als gute Voraussetzungen für die Produktion bei Coca-Cola en Bonor. Die Versorgung mit Softdrinks aus Chile für Chile dürfte auch künftig wie im Flug verlaufen.